So, und willkommen zurück. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde hier weitergehen, so von Ort zu Ort, Richtung Quest. Vielleicht finden wir ja noch was. Obwohl ich die Fuchsbäue, ja, Fuchs. Weißt du was? Was machen wir? Den nehme ich fest. Hier noch irgendeinen Fuchsbau vergessen? Nee, ne? Oh mein Gott, ich war so geistesgegenwärtig. Ich habe die letzten Streams mit Final Fantasy Reunion habe ich doch mit aufgenommen. Oder habe ich die runtergeladen? Ich bin mir selbst nicht so ganz. Nee, ich meine, ich habe die runtergeladen. Stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal schnippeln und mal hochsetzen. Oh, Fuchs, sei doch nicht so schnell! Wo führt mich denn der Kleine hin? Hm? So, wo ist der Fuchs jetzt hin? Hm? Keine Streicheleinheiten? Na gut, dann halt nicht. Ups, falscher Knopf. Den haben wir dann auch gemacht. Dann nochmal hier hin. Was will denn mein Diensthandy schon wieder? Kannst sagen, was du willst, aber mit den Samsung-Dingern komme ich nicht wirklich klar. Also ich bin kein Android-User. Gut. Wunderbar, da haben wir das doch auch schon. Jetzt lass mich mal überlegen. Ja, sieht ganz gut aus. Ich würde da auch bleiben. Ich meine, die 390 Meter muss ich durchaus, kann man durchaus mal zu Fuß laufen. Vielleicht finde ich ja noch das eine oder andere Geheimnis. Weil mit dem Pferd bist du halt irgendwie immer so schnell. Und ich weiß es halt nicht. Ich bin echt kein Nutztier-User hier. Siehst du? Den Bambus hätte ich verkackt. Haben Leute. Die haben doch nichts gemacht. Die saßen nur am Lagerfeuer. Raubtierfälle, die brauche ich auf jeden Fall. Zwei Stück. Noch mal zwei. Da drüben, ich will aber hier über die Brücke. Ich hoffe nur, dass das keine Mongolen da sind. Aber ein bisschen Ruhe wäre auch mal ein bisschen schön.
Das habe ich mir gedacht. Stillhalten. Diese Lümmel. Ich hoffte, dass ihr kommt. Vorsicht da draußen. Das ist für euch, Fürst Sakai. Super. Ich habe gesagt, darüber wollte ich. Ich meine, hier war ich schon. Die war bestimmt am Wäsche machen. Die Dame. Oder hat Nahrung bearbeitet. Irgendwas wird sie schon gemacht. Irgendwas wird sie schon gemacht haben. Schwarze Farbehändler. Aha. Einer lebt noch. Ja, der hat sich hier in die Höhle verkrochen. Aha, interessant. Ich hoffe, es stört ihn jetzt nicht, wenn wir jetzt hier erstmal ein bisschen... Familie kennt das Geheimnis schwarzer Farben. Ein Samurai? Seid ihr lebendig oder ein Gespenst? Ich lebe. Noch. Und frage mich, was ihr hier tut. Ich war besorgt, das Geheimnis meiner Farben wäre nutzlos. Doch ein Samurai lebt. Meine Farben sind Mitternacht. Feuergeschwärzte Bäume. Sehnsuchtsvoll dunkle Augen. Bringt mir die Materialien und ich kleide euch ein, mein Herr. Cool. Ihr werdet aussehen, als zöge die Dämmerung in den Kampf. Ja, der Hut ist aber ein bisschen komisch. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, wenn der Hut nicht wäre, weißt du? Tracht des Reisenden in Schwarz? Die Dunkelheit steht euch. Ich brauche mehr für den perfekten Farbton. Schick doch. Alles gut. Danke dir. Ich bleib bei dieser Kluft. So, warte mal. Dahin will ich. Dann würde ich sagen... Gehe ich erstmal dahin. Einfach um dieses Dorf mal zu entdecken. Sollte passen. Ich
ich mir gedacht, dass ich da runter muss. Weiß, er braucht Bambusstände, um sein Schwert zu steigern und so ein Kram. Hat hier aber komplett. Hat hier ganz viele theoretische Ziele. Wo ich mir denke, nimm doch das einfach. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier befreit wurde oder nicht. Ich möchte jetzt nicht nochmal hier wie ein Bekloppter hier reingehen. Vorräte und Leinen. Sieht verlassen aus. Verlassen und geplündert. Schade eigentlich. Da muss ich auch bestimmt super niederlassen. Na gut, in Kriegszeiten vielleicht nicht ganz so toll, weil am Fluss ist meistens auch immer Nahrungsquelle. Dementsprechend macht das vielleicht keinen großen Sinn. Warum habe ich das nicht entdeckt? Und vor allem, warum habe ich das nicht geplündert? Das kam auf jeden Fall gut. War das mal ein Ziel von der Quest? So ein bisschen das Gefühl. Na gut. Nächstes Ziel. Duell der brandenden Wellen nicht abgeschlossen. Oh, ein Duell? Ah, ich weiß nicht. Ob das so eine gute Idee ist. Ich bin in Duellen echt beschissen. Vor allem, weil ich da, glaube ich, keine Skills benutzen kann. Gibt es auch bestimmt noch irgendwas zu holen. Nee, das nicht. Okay, verstehe. Die Spuren eines Überfalls und frisches Blut. Jemand wurde verletzt. Ist vielleicht noch hier. Ja, aber wo? Na kommt her, ihr Lümmel. An den Friedhof. Diese verrückten Diebe. Da so, tu das! Was so, da so! Okay.
denn der Lümmel? Könnt ihr nicht einfach hier einen Friedhof schänden? So. Nehme ich mal alles mit. Ein Mönch. Ihn haben sie wohl auf der Straße ausgeraubt. Die Schnitte sind nicht tief. Sie haben ihn gefoltert. Was auch immer sie wollten, er hat es nicht verraten. Oder konnte nicht. Abgerissene Blütenblätter. Dreck. Als hätte er nach etwas gegraben. Oder er wollte was verstecken. Er hat sein Leben für sein Geheimnis gegeben. Vielleicht kann ich es finden. Die Last des Diebstahls. Blutspur. Ja, das bringt mir in dem Sinne nichts. Wenn ich nicht weiß, wo er was versteckt haben könnte. Die gleichen Blumen wie bei dem Mönch. Das muss der Mönch vor den Mongolen versteckt haben. Sie stammt aus dem Kushi-Tempel. Interessant. Dann gehe ich mal zurück zum Kushi-Tempel, aber vorher will ich gucken, was der hier hat. Den habe ich auch nicht abgeschlossen. Ernsthaft. Das war's aber nicht. Das war kein Duell. Die Tori-Tore führen zum Wolkengrat-Schrein. Ja, ist okay. Es wäre mal schön, wenn mal einer von denen intakt wäre. Aber es wäre ja langweilig. Doch hier lang. Da unten ist wahrscheinlich das Duell. Ich weiß, wenn ich wieder Regen hier durchkommt, durch die Felsen, aber das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Schöner Weg. Doch, finde ich schön. Ganz gut, dass ich das Duell jetzt gerade gewonnen habe. Beziehungsweise das Dingsbums. Welche Ehre, euch zu begegnen, mein Herr. Macht euch bereit zum Kampf. Ich warte nur auf euch. Warum? Wir müssen das nicht tun. Ich schwor euch entgegenzutreten. Ich bin nur ein Ronin. Doch ich halte mein Wort. Wie ihr wollt. So, die Frage ist, Himmelsschlag, Strategie oder Dingsbums?
wird's eh verkacken. Ich kenne mich doch. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Danke. Danke. Aber ich lehne ab. Ich glaube, ich sollte beim Himmelschlag bleiben, da kann ich eh A mehr machen und B. Ja, warum machen die so, Bill? Warum machen die so einen brutalen Schaden im Vergleich zu mir? Das ist doch unglaublich. Ergebt euch und bleibt am Leben. Danke. Ach, komm schon! Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Danke. Aber ich lehne ab. Ich hab doch abgewehrt. Bei dem klappt. Warum klappt es bei dem und bei mir nicht? Doch so dumm. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Danke. Aber ich lehne ab.
Ich hab... Doch unglaublich. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Danke. Danke. Klappte gut. Boah. Aber warum? Ich hoffe, ihr findet im nächsten Leben wahre Ehre. Verbesserung verfügbar. Besuche die Bogenmacherin. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. So, was haben wir hier? Den Tempel, ne? Den nehme ich auch gleich mit. Komm, dann haben wir wenigstens eine schöne Länge. Ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Wie komme ich denn da am besten hin? Vielleicht hier lang? Das sieht schon fast danach aus. Als könne man hier lang. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Hallo Kröten-Eremiten. Waggedy. Das ist eine schöne Aussicht. Ja, Blumen brauche ich jetzt nicht zwingend. Achso, ja. Okay. Sag mal, laufe ich jetzt rückwärts? Nee, ne? Interessant, ne? Das scheint hier alles so viel schwerer zu sein als in Zero Dawn, als in Forbidden West. Aber es funktioniert besser. So, den Tempel haben wir gemacht. Wie, keine Gesundheit plus oder so? Das ist schwach.
So, wunderbar. Was haben wir hier? Es wäre gut, wenn ich sie aufhalten kann. Ach, mach ich das doch mal. Rüstungsschmiedin? Was hat die denn schon wieder? So, wo ist die Gute? Was für immer. Jede Art von Rüstung. Viel besserer Schutz. Ich kann eure Rüstung nicht verstärken. Wir sehen uns wieder. Danke. So, die gute... Ich weiß, aber ich will meine... Das ist ja cool. Knuffig. So, machen wir mal schnell hier die Banditen platt. Machen wir beim nächsten Part. Wir sind ja schon über bei über 30. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.